Moin Giorno! Wenn ihr dran bleibt, dann erlebt ihr eine Weltpremiere. Ah, Garrett, du hast bei mir den Dutch Master eingekauft. Ganz genau so soll es sein. Komm einfach rum und holen dir einfach ab. Ich tu noch ein paar Spieße oben drauf, mein Freund. Zünden! Ist der Prototyp. Nur für dich, mein Freund. Heute, da dürft ihr mich auf die Weltpremiere begleiten. Denn ich fliege gleich nach El Paso zur Grillshow und da hole ich meinen Dutch Master ab, Leute. Und da nehme ich euch ein bisschen mit. So, wir machen uns jetzt auf den Weg. Die Svenja ist auch dabei und dann sehen wir uns in El Paso wieder. Jetzt hier vor dem Haus von Johnny Grillmeister und dann gehen wir mal rein, Svenja. Schauen wir mal, ne? Ja, dann gehen wir mal gucken. Hier ist die Svenja vom Grillcoach Garrett. Ja, die ist doch immer willkommen. Da habe ich aber ein Glück willkommen gehabt. Willkommen in El Paso quasi, ne? Ja, kommen Sie herein. Hallo, die Der dritte Garrett. Hand hier. Ja, wunderbar. Jawohl. Kommen Sie herein. Oh, hat Johnny schon was aufgebaut für mich? Johnny hat alles vorbereitet. Aber er konnte leider nicht persönlich hier sein. Also gucken wir uns das mal an. Das ist das schöne Stück, dritte Hand. Ja. Wahnsinn. Der genau. Dutch Master. Der Dutch Master, der Prototyp. Der Dutch Wahnsinn. Master Nummer 1, extra für dich quasi. Kein Normal. Ne? Schon mit dem Kreuz dabei, ne? Das hier aber mit dem aktuellen Dutch Master ausgeliefert wird. Wollo. Genau. Ne? 11 Positionen für Spieße und deshalb kriegst du auch von uns gratis 11 Spieße dazu, damit du den komplett bestücken kannst. Wahnsinn, wow. Ja. Hammer! Ja. Und hier ist noch eine Box, ne? Ja, genau. Da kommt die Schublade rein. Ja, die müssen wir natürlich auch noch zeigen, ne? Das ist ja natürlich nicht hier nur ein Gitter, Leute. Ja. Ne? Das ist auch ja eine Schublade hierbei. Genau, die Schublade kommt hier rein. Und das Gitter, das ist ja quasi alt, ne? Das ist ja genau. In dem neuen ist hier das geschlossen, richtig? Das ist geschlossen, ne, quasi, oder man kann es aufmachen und das Kreuz draufstellen und dann Dutch Ofen und dann Topf oder alles mögliche drauf. Jetzt will ich ja wenigstens nochmal ja von den Johnny-Spießen hier testen. Richtig. Das sind alle Positionen, das ist wirklich genau schon eine geile Nummer. Ihr kennt das System, ne? Das ist ja das gleiche wie auch beim Striker. Ne? Wenn du mal eine Nahaufnahme machen möchtest, quasi von diesem durchdachten System, dass man das wirklich in alle Positionen, nee, so nicht. Genau, warte mal gerade. Ne, also 45 Grad, 45 Grad, ne, 90 Grad, andere 45 Grad oder so. Ja, mega. Ne, und dann hat man quasi die Rundumbräune garantiert, wie Johnny sagen würde. Aber wir haben ja noch ein Video. Ja, wo? Ein Video von Johnny persönlich. Ui! Ne? Quasi. Der ja nicht da sein kann, aber er hat uns eine Nachricht hinterlassen. Boah. Wollen wir uns die mal anhören? Ja, logisch. Ja, genau. Da ist er, der Dutch Master. Hi Garrett, du wunderst dich, dass ich hier gerade digital bin. Aber Freunde, ich muss den Ninja vermöbeln. Ich habe gar keine Zeit, aber du kannst das Ding einfach mitnehmen. Weißt du Bescheid? Der Prototyp, natürlich ist immer die Nummer 1 bei dir, mein Freund. Ja, viel Spaß damit, ne? Ich habe noch ein bisschen poliert, ne? So ein bisschen, was ich so machen konnte, ne? Aber viel Spaß damit. Yes, sir! Garrett, du alte Säge. Übrigens, die Nachricht zerstört sich in 3 Sekunden selbst. 3. Richtig geil, bin ich echt stolz. Und ich muss wirklich mal sagen, ohne jetzt Markennamen zu nennen, das ist doch eine ganz andere Nummer, als was man sonst so kennt. Also, ich habe auch extra noch Hilfe mit heute zum Schleppen. Den will ich auch mal nennen, das ist der Marc von Dordain, der Sizzlesohn, der steht in der Kamera und der darf nachher mit anfassen. Ja. Ne, Marc? Und jo, werdet ihr denn dann zusammen einweihen dann? Müsste man eigentlich mal machen, ne? Müsste man eigentlich gemeinsam machen. Ja, aber wir gucken, was wir hinkriegen dieses Jahr noch. Ja. Ja.
Ja, wo man einweinen wird, es wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Danke, ja. Was wird denn das erste Gericht, was auf dem Dutch ist? Weiß ich noch nicht. Ich weiß es schon, aber das wird noch nicht gespoilert. Ich kann dir nämlich sagen, was das letzte Gericht war, was da drauf gemacht wurde. Das war eine Folge des Schreckens, würde Johnny sagen. Das war nämlich der Miesmuscheltopf. Seriously, what the fuck are you doing? Ah! Der Miesmuscheldutch. Danke, Johnny. Danke, Dritte Hand. Danke, Grillshow. Und dies geile Teil, das war dann jetzt in mein Grillparadies, Freunde. Yeah, baby! Und zurück im Hauptquartier. Und hier steht er, Leute. Der Dutch Master bei mir in meinem kleinen Grillparadies. Das war die Weltpremiere. Die erste Auslieferung von diesem tollen, ja, Dutch Ofentisch kann man ihn gar nicht nennen. Da soll es ja noch richtig viel Zubehör für geben. Ich habe ja jetzt wieder den Prototypen. Wenn ihr den jetzt bei der Grillshow bestellt, den Link zur Grillshow, den schreibe ich unten mal in die Infobox, dann bekommt ihr den ein bisschen abgeändert. Der hat ein bisschen andere Beine. Der hat hier nicht dieses Gitter, sondern der hat eine geschlossene Platte. Da muss ich mich auch nochmal bei dem Carsten Senz bedanken. Den habe ich mir gestern gleich angerufen und habe gesagt, Mensch Carsten, kannst du mir nicht auch schon mal diese durchgängige Platte schicken? Klar, macht da nochmal einen riesen Dank an den Carsten Senz dabei. Ich werde demnächst natürlich dieses schöne Teil einweihen. Ich werde jetzt noch das Teil so ein bisschen pflegen. Ich werde nochmal ordentlich sauber machen. Ich werde den nochmal ein bisschen einölen, eventuell mit Ofenlack rangehen. Das Ding ist nicht vergleichbar mit anderen Teilen auf dem Markt. Viel schwerer, viel robuster meiner Meinung nach. Ich glaube, da habe ich richtig lange was von. Und auch nochmal ein riesen Dank an die Grillshow für diesen Dutch Master und besonders auch nochmal für die 11 Spieße. Eigentlich hatte ich ja nur 6 geholt, aber sie haben mir gleich 11 mitgegeben. Echt nochmal Daumen hoch, Leute. Richtig geil. In der nächsten Zeit werdet ihr natürlich ein paar Videos von dem Teil sehen. Der hat hier wirklich einen tollen Platz gefunden. Der wird bei mir auch im Trockenen stehen. Das war, glaube ich, bei der Grillshow schon ein bisschen anders. Ich habe ja hier die Möglichkeiten, dass er hier unter der Pergola steht. Und das werde ich natürlich auch nutzen. Ja, Leute, Herbst und Winter ist Dutch Ofenzeit. Da liegt noch einiges an, aber nicht nur Dutch Ofen. Hier geht ja viel mehr mit. Mit den Spießen habe ich schon eine Idee, da kommt demnächst sicher was. Hierfür gibt es noch viel weiteres Zubehör, bereits jetzt schon, bereits in Planung. Also wer viel Dutch Ofen macht oder auch, ich werde den sicherlich auch als Flachgrill benutzen, weil das fehlt mir hier noch. Ne? Also schreibt mal eure Kommentare, interessiert mich sehr, was ihr von diesem tollen Teil haltet. Wenn euch das Video in diesem Format gefallen hat, dann belohne das mit einem Daumen nach oben. Schreibt mal unten ein paar Kommentare rein, was ihr zu diesem Teil denkt. Ist das geil oder ist das oversized? Braucht man das nicht? Welche Ideen habt ihr? Was fehlt euch noch an diesem Teil? Der Johnny ist bestimmt interessiert an neuen Ideen. Und wenn du das noch nicht bist, dann kannst du hier gerne ein Abo für mich abgeben. Kostet nichts. Und auf der Seite, Leute, da blende ich oben nochmal meine Dutch Ofenliste passend ein. Und unten seht ihr dann gleich mein aktuelles Video. Und ich bin raus. Überlegt mir, was ich Schönes für euch mache. Und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch, Leute. Ciao. Bis die Tage, ne?